Nächste Location, Kennedy Expressway. Auf Position 54. Gib Gas, noch wir müssen Chicago in den Top 1279 50 erreichen. Kilometer. Und Jack? Noch was. Die Gang wartet mit einem Begrüßungskomitee in der Stadt auf dich. Danke für die Vorwarnung. Bitte sei nicht leichtsinnig. Keine Sekunde. Dass du dich so kümmerst? Was ein Arschloch. Du dreckiger Mister! Na, ein Kampf. Okay. Endspurt nach New York. Wird Zeit, in Führung zu gehen. Jetzt kommt die böse Stelle gleich. Wer die erste, und ich weiß nicht, ob es nur... Nee, ich war glaube ich nur in der ersten Folge. Wer die erste Folge gesehen hat, kennt die Fahrzeuge, die da gerade hinten im Bild aufgetaucht sind. Kann einordnen, was, denke ich mal, kann dann einordnen, was gleich passieren wird. Ja, noch kurz gerade dazu, weil nämlich die Zeit für die Führung noch nicht ganz abgelaufen war, als ich durchs Ziel bin. Hätte rein theoretisch auch einen Bug geben können oder sowas, aber war jetzt unglücklich. Nochmal Marcus Blackwell.
Stadt. Das hat EA auf jeden Fall wieder geil. Oh nein. Boom. Oh Mann. Vorne rum, ich sichere hinten ab. Geht klar. Sowas überleben soll, habe ich auch keine Ahnung. Jedenfalls müssen wir jetzt aus dem Wagen kommen.
Mist ist gut. Gerade noch rechts. Nächste Location, Lower Wacker. Die nächste rechts. Müsste direkt vor dir sein, kannst du sie sehen? Ja, ich sehe es. Oh. Jack, riskier für das Rennen nicht dein Leben. Wir können aufgeben, wenn du willst. Ich sag dir, niemand gibt hier auf. So, hier haben wir jetzt die Wahl zwischen dem schicken Audi Quattro, dem RS4 und dem R8 V10. Alles Allradler. Schon krass, wie viel PS der RS4 hat, ne? 730 und der R8 hat nur 525, Alter. Ja, jetzt ist die Frage, welchen nehme ich? Ich glaube, ich nehme den RS4.